Eine wirklich unglaubliche Leistung. Am 14. April dieses Jahres heißt es bei der Europäischen Weltraumorganisation wieder bangen, zittern und hoffen, dass bei der 1,6 Milliarden Euro teuren Mission alles glatt wird. Doch was hier passieren wird, damit hat wohl keiner gerechnet. Die ESA-Raumsonde JUICE soll sich mit einer Ariane-5-Trägerrakete von Französisch-Guyana auf den Weg zum 6 Milliarden Kilometer entfernten Planeten Jupiter machen. Acht Jahre soll Europas größte Planetenmission dauern. Ihr Ziel? Zu erforschen, ob Jupiter und seine Monde Europa, Ganymed und Callisto in irgendeiner Form bewohnbar sind.